Zum 16. Mal fand in Dessau ein Volleyball-Länderspiel statt. 15 Jahre nach der Premiere waren es erneut die deutsche und die russische Auswahl, die sich gegenüberstanden. Einen Tag nach der Niederlage in Nordhausen präsentierten sich die Deutschen in Schwarz wie ausgewechselt. Vor allem die Außenangreifer Großer, Krom und Schwarz fanden gut in die Partie und ließen den russischen Blockriesen nur wenig Chancen. Doch die Russen fanden nach dem Satzverlust zurück ins Spiel und zu ihrer Klasse. Gästetrainer Daniele Bagnoli gab nahezu all seinen Akteuren Spielanteile. Dennoch überzeugte vor allem der erst 21-jährige, 2,17 Meter große Musiarski. Mit 4 Assen, 7 Punkten im Angriff und erfolgreichen Blocks war er mit 15 Punkten erfolgreichster russischer Akteur. Auf deutscher Seite war es Grozer, der seine Bälle immer wieder ins russische Feld wuchtete. 3 Sätze lang agierte die deutsche Mannschaft auf Augenhöhe mit der Übermacht Russland. Am Ende stand dennoch die 1:3 Niederlage. Gestern haben wir wirklich schlecht gespielt. Heute war es viel besser, vor allem in den ersten beiden Sätzen. Alles in allem also eine Verbesserung, mit der wir zufrieden sein können. Die Deutschen treffen in ihrer WM-Vorbereitung nun auf Gastgeber Italien und dreimal auf Weltmeister Brasilien.